Hallo, mein Name ist Mario, ich bin Polizist und Berufsberater der Polizei Berlin und ich möchte dich fit für das Einstellungsverfahren machen und heute üben wir zusammen ein Diktat. Aber bevor du das Diktat schreibst, möchte ich dir noch ein paar Hinweise geben. Bevor du jetzt loslegst mit dem Diktat, bitte sorge dafür, dass in deinem Umfeld komplette Ruhe ist. Mach auch mal das Handy aus. Schreibe das Diktat alleine, weil das ist eine Übung für dich. Du solltest auf jeden Fall Kopfhörer nutzen und am besten keine PC-Lautsprecher, weil bei uns im Diktat dann beim PC-Test hast du tatsächlich Kopfhörer drauf und dann kannst du dich daran schon gewöhnen. Stell dir dann aber natürlich auch die Lautstärke der Kopfhörer so ein, dass es komplett angenehm für dich ist, du aber natürlich auch jedes Wort verstehst. Benutze für das Diktat eine Tastatur und schalte aber die Rechtschreibhilfe aus. Du willst ja was lernen. Bitte wiederhole und überspringe keine Passagen, weil diese Möglichkeit besteht beim echten Einstellungstest auch nicht. Und so läuft das Übungsdiktat ab. Ich lese dir den Text vor und lasse dir genügend Pausen, damit du Zeit hast, natürlich den Text zu schreiben. Achte auf die Kommasetzung. Die Punkte und die Absätze werde ich dir ansagen. Am Ende wird dir der korrekte Text des Diktates nochmal eingeblendet. Du hast nach dem Diktat nochmal so 1 bis 2 Minuten Zeit, um dein Diktat zu korrigieren. Hier kannst du dann selber überprüfen, ob du Fehler gemacht hast. Ich hoffe natürlich, du hast keine Fehler gemacht. Aber wenn du Fehler gemacht haben solltest, ist das nicht schlimm, weil regelmäßiges Lernen mit diesem Diktat wird dir auf jeden Fall weiterhelfen und wird deine Fehler minimieren. Ich kann dir jetzt hier nicht verraten, wie viele Fehler du insgesamt machen darfst, um das Diktat zu bestehen. Ich hoffe natürlich darauf, dass du 0 Fehler hast. Ich bin jetzt durch mit meinen Hinweisen. Ich wünsche dir viel Erfolg. Mach dich bereit. In 15 Sekunden geht das Übungsdiktat los. Und mach das Diktat so lange, bis du 0 Fehler hast. Polizist Mario war am Dienstagmorgen früh unterwegs. Punkt. Er fuhr durch die Straßen von Berlin als er plötzlich ein verdächtiges Fahrzeug bemerkte. Punkt. Das Auto fuhr viel zu schnell und missachtete eine rote Ampel. Punkt. Mario entschied sich, das Fahrzeug zu verfolgen. Punkt. Mit eingeschaltetem Blaulicht und Sirene forderte er den Fahrer auf, anzuhalten. Punkt. Doch anstatt zu stoppen, beschleunigte der Wagen weiter. Punkt.
Absatz. Die Verfolgungsjagd führte durch mehrere belebte Straßen. Punkt. Mario blieb konzentriert. Und achtete darauf, keine anderen Verkehrsteilnehmer zu gefährden. Punkt. Schließlich gelang es ihm, das Fluchtfahrzeug in einer engen Seitenstraße zu stoppen. Punkt. Der Fahrer sprang aus dem Auto. Und versuchte zu Fuß zu entkommen. Punkt. Absatz. Mario setzte die Verfolgung fort. Und rief Verstärkung herbei. Punkt. Mit Hilfe eines weiteren Streifenwagens konnte der Flüchtige schließlich gestellt und festgenommen werden. Punkt. Es stellte sich heraus, dass der Mann unter Drogeneinfluss stand und keinen Führerschein besaß. Punkt. Mario atmete erleichtert auf. Als der Täter abgeführt wurde.
Punkt. Absatz. Zurück auf der Wache. Berichtete Mario von dem Vorfall. Und stellte sicher, dass alle erforderlichen Maßnahmen eingeleitet wurden. Punkt. Er wusste, dass er an diesem Tag wieder einen kleinen Beitrag zur Sicherheit in Berlin geleistet hatte. Punkt. Stolz auf seine Arbeit, beendete Mario seinen Dienst. Und freute sich auf einen ruhigen Feierabend. Punkt. Diktat Ende.